Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Quick and the Dead. Ich habe gerade nochmal den Sound ein bisschen lauter gestellt, sowohl von der Musik als auch vom Spielsound, weil mir das doch etwas leise vorkam im letzten Part und hoffe, so wird es jetzt besser sein. So. Wie ihr seht, oder wie ihr gesehen habt, besser gesagt, aua. Ja, ich schwimme lieber weiter. also wie ihr gesehen habt, kam kein Sound. Das hier ist übrigens ein ganz besonderer Ort, denn hier werden wir später nochmal zurückkehren müssen, denn dort muss ein Edelstein eingesetzt werden. Und da oben ist ja auch noch was. Aber natürlich kommen wir hier nicht umsonst jetzt schon hin, denn wir müssen hier jetzt schon etwas machen, was man nicht sofort unbedingt hier sieht. Aber ja, hier geht's weiter. Hopp. Aha. Und hopp. Ja, Lara, komm hoch mit dir. Ja, das ist ganz toll hier gemacht. So. Ja, so geht's. Ah. Okay, jetzt ist das andere Tor aufgegangen. Nein, falsche Richtung. Ach, Lara. Lara. Ah, Mädchen. So, wunderbar. Wow, du siehst geil aus, Lara. Dieses Spiel ist übrigens auf 3 Level verteilt. Ja, und jetzt kann ich nicht richtig runtersehen wegen Dingens. Ich will das Midi-Pack haben. Ich will das Midi-Pack haben. Ja, toll. Ich bin im Krokodil festgebackt. Nimm. Geil, das Krokodil schwimmt gegen die Wand. So sieht man das doch gerne. Und ich habe das, was ich wollte. Es kann sein, dass hier noch irgendwo was lag, aber... Oh ja, hier. Ja, okay, wenn das Krokodil hier gerade nicht kommt, dann nehmen wir es natürlich mit, ne? Vielleicht lag hier auch noch irgendwo Uzi-Munition, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, das wird ein bisschen knapp. Lara, 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 Lara. Oh, Gott sei Dank. Puh. Das verlangt nach einem Speichern. Natürlich einen tiefer, man weiß ja nie, was so während der Aufnahmen passieren kann. Ich glaube, hier kommt jetzt auch einer, oder? Kam hier jetzt ein Cowboy? Hallo? Nee, anscheinend doch nicht. Okay. Dann eben nicht. Mal sehen, was uns hier so erwarten wird. Hallo? Jemand zu Hause? Hm, das gefällt mir gar nicht. Andere Waffen habe ich ja noch nicht, oder? Nö, habe ich nicht. Ach, bin ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht Dingens? Moment mal, das sieht doch ganz nach einem... Ja, haha. Sowas machen die nämlich ganz gerne. Hehe. Ah, okay, da lag irgendwas Wichtiges. Ich bin gespannt, was. Sah nach einem Fernglas aus, aber das... Habe ich das nicht schon? Ja klar, hier. Aber es sah nach einem Fernglas aus, ne? Okay, da komme ich hier raus. Und was ist hier? Eine Falltüre. Hm, ich glaube, das war optional, deswegen
Gehe ich hier mal runter. Okay. Hallo? Ah, seht mal, auf der anderen Seite können wir die Armbrust sehen. Wie schön. Oh. Na toll. Na komm, nimm. Dankeschön. Immerhin, hier bekommen wir ein paar Granaten, was doch auch nicht schlecht ist. Und die Armbrust werden wir auch noch später uns holen, auf jeden Fall. Das ist ein Secret, so viel kann ich verraten. Aber, ich habe es beim letzten Mal auf jeden Fall gefunden. Also warum sollte es diesmal anders sein? So. Und ich glaube, hier kam jetzt irgendwie ein Vogel, wenn mich nicht alles täuscht. Hallo? Nee, doch nicht. Kam hier echt kein Vogel. Oh, ein Saloon. Wie schön. Der Saloon ist cool, das weiß ich noch. Der ist richtig lustig. Okay. Erstmal die Lage checken. Wo geht's hier lang? Hallo? Okay. Ah, hier ist der Jump Switch. Den hätten wir hier nochmal sehen können. Und hier können wir sogar rein. Oh mein Gott. Hallo? Ah, hier ist das, was wir eben vorhin geöffnet haben. Tatsächlich das Fernglas nochmal. Sollen wir das dann hier an der Stelle benutzen? Ah, sieh mal. Hahaha. Gut zu wissen. Ein blaues Pendel. Und hier liegt was. Revolvermunition. Das heißt, wir werden bald auch bessere Waffen bekommen, auf jeden Fall. Und ich stecke im Türrahmen fest. Super. Raus hier. Da lag... Nee, da lag nichts. Da war auf jeden Fall noch ein Schalter. Verdammt, hier hätte das Spiel doch ein bisschen mehr blind let's playen sollen. Beim ersten Mal habe ich richtig viel gerätselt. Aber jetzt irgendwie weiß ich noch viel zu viel vom letzten Mal. Obwohl das jetzt auch schon... Ja, Wochen, wenn ich sogar doch 2 Monate, 3 Monate oder so, keine Ahnung, ungefähr her ist. Aber naja. Ach ja, da oben. Okay, also ich weiß doch nicht mehr alles. Auf Nios kann man das Pendel ganz klar sehen. Ich hatte das Pendel nämlich damals viel zu spät gesehen, beziehungsweise etwas später entdeckt. Und habe mich dann immer gefragt, wie ich da hochkomme, obwohl man da ja gar nicht hochkommen muss. In den Saloon will ich in diesem Part ehrlich gesagt noch nicht gehen, sondern mich erstmal hier ein wenig umsehen. Vor allem, weil ich doch weiß, dass ich bessere Waffen hatte hier im Saloon. Definitiv, weil ich will da eigentlich mit den normalen Pistolen alleine nicht reingehen. Gucke ich mich erstmal hier ein bisschen um. War klar. Uzi-Munition, das ist doch schön. Aber die Uzis habe ich, glaube ich, auch relativ spät erst hier gefunden im Spiel. Kann mich aber auch irren. Nabend. Okay, hier kommen wir schon nach oben. Frage ist nur, will ich schon nach oben? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich gehe lieber erstmal nicht nach oben. Nee, nee. Ich merke mir das hier mal und gehe mal weiter erstmal. Was ist hier? Sterbkisten. Tun es leider nicht. Was ist hier? Nichts. Hier ist einfach nur mal nichts. Ja, ist doch auch mal nett, ne? Kam hier jetzt irgendwie... Wow! Ba, 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 ba. Ah! Stimmt!
Aber diese scheiß Geier, die sind vor allem ziemlich stark, wirklich stärker als in dem Teil, wo sie eigentlich vorkommen, nämlich in Tomb Raider 3, wo sie über dem Ganges kreisen und auch in der Wüste von Nevada. Ah, hier kann ich jetzt einen Verbindungsweg schaffen. Wie schön. Das ist doch gut. Aber so eine Brechstange habe ich noch nicht, oder? Nee. Aber hier, ich habe ja auch noch diesen Schlüssel. Jean-Yves! Was machst du denn hier? Wieso bist du eingesperrt? Oh mein Gott. Jean-Yves, Kumpel. Was haben sie nur mit dir gemacht? Ist der Schlüssel vielleicht hierfür? Ja! Sehr schön. Okay, wegziehen kann ich ihn nicht. Kann ich anscheinend so nehmen. Okay. Eine Notiz des Toten. Untersuchen. Save my sinful soul. Also rette meine irgendwas Seele. Ich weiß jetzt gerade nicht, was sinful bedeutet, aber naja. Rette meine Seele. And you get my gratitude. Und du bekommst meine Gratulation. Keine Ahnung. Destroy the swinging... Ah! Zerstöre den schwingenden Ball. After that, return to this place. Danach kommst du zu diesem Ort zurück. Verfasser Billy the Kid. So, du bist also die... Das Skelett von Billy the Kid, einem der bekanntesten Banditen des Wilden Westens überhaupt. Kann ich die Luke so öffnen? Nee. Wir haben allerdings noch keine gute Waffe. Wir haben jetzt zwar das Visier, aber wir haben weder die Armbrust, noch den Revolver, noch sonst irgendwas. Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Oder kann ich es aufschießen? Nö, war zu erwarten. Ich will erstmal bessere Waffen. Genau, da oben war ein Jump-Switch. Wie ich daran komme, weiß ich aber auch nicht mehr. Warte. War hier bei der Palme noch was? Nö. Warum auch immer in so einer Art Blumentopf dann steht, ich weiß es nicht. Ich dachte schon gerade, ich hätte einen zweiten Geier gehört, aber zum Glück nicht. Zum Glück habe ich mich dann nur geirrt. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dann doch mal nach oben und schauen uns da schon mal um. Okay. Ich frage mich nur, was das schwingende Pendel mit Billy the Kid zu tun hat. Okay. Raus hier. Da hinten konnte man ja auch noch hin. Konnte man hier nicht irgendwie das Geländer zerschießen oder so? Anscheinend nicht. Weil da hinten war auch noch was. Vielleicht war da hinten sogar das, was ich eigentlich haben will. Da hinten war vielleicht eine bessere Waffe. Jawohl. Sehr gut. Überschreiben. Und was ist hier? Nochmal Gewehrmunition. Okay, das ist doch schon mal schön. Alle hopp. Sehr schön. Ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Da oben hangeln kann man ja nicht mal, wie ich annehme. Okay. Hier liegt aber gar nichts. Das ist ja total toll. Hier ist nichts? Verarschung.
Aber hier ist eine Tür. Hallo? 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 Ernsthaft? Ah, ich kann am Tisch vorbei. Warte mal. Moment. Ah, die Uzis. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Habe ich schon mal eine stärkere Waffe wenigstens. Wie viel Munition habe ich dafür? 90. Okay, ist nicht gerade viel, aber es ist ausreichend. Sehr schön. Oh, guck mal, Uzi-Munition. Was man nicht alles so durch Zufall finden kann. Und ich komme nicht rein. Will nicht rein. Ja, super. Lass mich in diesen Blumenkasten. Damit werde ich auf jeden Fall schon bessere Chancen haben im Saloon. Denn wie man sich denken kann, wird der Saloon nicht leer sein. Da wimmelst du nur so von bösen Cowboys. Jetzt kann man allerdings noch keine sehen, natürlich, die spawnen ja erst, wenn ich reingehe. Und da drin wird lustige Musik laufen. Ich mag den Saloon, also ich persönlich mag den Saloon wirklich sehr. Der ist cool. Okay, aber noch ist nicht alles erledigt. Wir haben jetzt das, mal eben auf die Zeit achten. Ja, also wir sollten jetzt mal langsam den Part hier beenden. Gut, Leute, dann beende ich hier den Part. Noch eben speichern. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Rätsel von Billy the Kid lösen. Und, also hoffe ich doch jedenfalls mal. Und wenn wir in den Saloon reingehen. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ciao, ciao.